So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier auf der zweiten Episode vom Let's Play. Ich habe mal ein bisschen laufen lassen. Wir haben jetzt knapp 2 Millionen und die Linien laufen echt gut. Also hier mal so eine kleine Übersicht von den Linien. Und wie ihr seht, da haben wir wirklich ganz gut einen Gewinn, sogar da 1 Million. Mit Greifenstein und Fermerswalde mit 700, das passt. Postbus, der macht noch keinen Gewinn. Aber da warten eigentlich schon ganz fleißig Leute, 43. Und ich würde sagen, wir schauen mal kurz auf die andere Seite. Da warten eigentlich auch ganz gut Leute, dass wir da mal ein paar mehr Busse hinschicken. Postbus, und so 1, 2, 3. Dann haben wir da 6 in Summe. Baumaterialien, wie schauen wir da aus? Geht eigentlich. Fast sogar noch ein bisschen zu viel. Und unten, ja, das passt. Hier warten, schauen wir mal, 126. Da könnten wir auch noch ein paar mehr machen. 12, machen wir mal 13, 14, 15, 16. Und das Geld ist schon wieder futsch. Dann hätten wir das. Okay, schauen wir mal, was wir erstmal als nächstes machen könnten. Jetzt überlegt vielleicht noch eine Buslinie. Die 2, glaube ich, wird sich jetzt nicht wirklich rentieren. Großfernwalde und Gauern. Die würde ich auch gerne umbenennen. Also wenn ihr da Namen habt für die 2 Städte, also ernsthaft die Namen, gerne in die Kommentare schreiben, dann benenne ich das um. Was steht hier? Da könnte man auch noch Werkzeug machen, haben aber nichts in der Nähe. Da braucht es Benzin. So, auch Lebensmittel. Also ein bisschen weit hier mit den Lebensmitteln. Und Bauwaren. Fehlen aber die. Ah nein, Steine hat es da unten. Oh, das könnt ihr machen. Von da nach da oben und wieder zurück. Das machen wir. Ebenfalls mit einer Tram. So. Tramgleis elektrifiziert. 30 Meter. Hier so das Depot. Das haben wir jetzt gleich wieder schöner machen. Oder zumindest in meinen Augen schöner. Diesmal machen wir es mal mit den. War das jetzt das mit den Förderbändern? Ja, machen es da mit den Förderbändern mal. So ein Federstick. Bisschen schräg aus. Okay, dann hier. Bauwaren. Gleiches Spiel. Hier schön hinmachen. Und das dann auch gerade mal anpassen. So. Da machen wir es auf beiden Seiten, aber diesmal mit denen hier. Wunderbar. Gut. Straßenupgraden. Dann nehmen wir die hier. Tramgleis elektrisch. Einmal upgraden bitte. Danke. Ah, da geht er wieder in die Stadt rein. Machen das jetzt ungefähr so. Ja, passt. Und hier und hier. Und in der Ah, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo man in der Stadt überhaupt hin. Ach, da oben. Gut, dann werden wir dich da so platzieren. Wunderbar. Und einmal Saft auf die Straßen. Hier, da, da, da. Gut. Gefällt mir. Sollen wir aber da gleich mal ein bisschen umbauen? Umgleis, nein. Warte, ich gerne hier rauf eine Verbindung. Wobei, die ziehen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ich mach mal gern gerade. So. Wo mache ich das Tramdepot hin? Das glaube ich hätte ich jetzt gern durch in der Stadt. Irgendwie scheiße aus.
Mach es mal mit Kurve. Ja, machen wir so. Und das Tramdepot selber, das vielleicht gerade hier reinbauen. Ja. Okay, dann machen wir da noch die Tramgleise. Gut. Einmal die Linie. Einmal von da nach da nach da. So. Das heißt, Gauern. Bauern. So, habe ich jetzt da gesagt, vollladen? Ne, habe ich nicht. Aber jetzt. Gut. Da gehen wir jetzt. Gehen wir auf Masse oder Geschwindigkeit? Gehen wir auf Masse. Die sind zwar teuer. Ja, können uns eh nur eine leisten. Okay. Würde ich sagen, lassen wir mal ein bisschen vorspulen, bis wir Geld haben. Der CE22. Bei Anhängern. Hat es vermutlich so eh nie gegeben. Ich meine, das ist ja auch ein Mod da. Aber möglich wäre sicher gewesen. Und es gibt ja Cargo-Trams. Gut, das bei uns in Zürich. Doch, bei uns in Zürich haben wir eine Cargo-Tram. Das schaut aber anders aus. Die fährt auch noch regelmäßig. Gibt sogar hier im Mod die Cobra als Cargo-Tram. War in echt natürlich nie Cargo-Tram. Oh, warum habe ich da ein paar Skipped-Frames? Ja, für ist nicht so wild. Doch, ein paar habe ich drin. Weiß aber gerade nicht wieso. So. Wie schauen wir da aus? 40. Verkehrstechnisch schaut es ja noch gut aus, aber das kommt ja noch, bis wir hier die großen Staus haben. Wir könnten aber mal das Overlay anmachen. Ich glaube, das ist der hier. Ist okay. Gut. Da warten 68 Leute. Oh ja, sind ein paar. Ob man das vielleicht zu einer Überlandtram ausbauen? Ich meine, was hätte man denn da als Option? Die BLB ET231 mit der größten Ursprungsausführung. Mit drei Anhängern. Passen 35 Leute rein und das Teil ist 60 km/h schnell. Wiener Lokalbahnen. Schauen auch echt schön aus. Die fährt auch 60. 35. Der T1. Da kostet einer 634.000. Da kostet einer genau gleich viel. Die fahren 30, 60. 35. Was ist mit dem da? Fährt nur 30, kann aber mehr. Das könnte man schon machen, dass wir das mit der Lokalbahn machen. Das wird sich vermutlich sogar lohnen. Ich glaube, das machen wir. Dann müssen wir jetzt hier erstmal upgraden. Der Bus fährt hier so. Da könnte man dann als zweiten Step hier theoretisch auch eine eigene Trasse machen, nur für die Tram. So, und die fahren ja da rein und wenden. Das heißt, mehr braucht man eigentlich nicht. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Depot. Kaufen da mal, können wir gerade schon zwei, drei, vier, drei aber.
Was jetzt gerade dem Moment das Geld weniger waren. Okay, dann halt zwei. Nein! Scheiße, nicht Brot. Ihr seid Postbus. Schauen wir uns die mal an. Ah, die sind schon schön. Wien-Baden. Schön detailliert, muss ich sagen. Buffetwagen. Oh, sind schon lang die Dinger. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie fährt jetzt der da rein? Wie will er das machen? Ah, macht er eh gar nicht. Da kann ja eh nur von oben reinfahren. Okay, dann müssen wir das jetzt aber irgendwie anders benennen. Das ist jetzt nicht mal der Postbus, das ist jetzt einfach Überlandtramlinie 1. Oder Lokalbahn. Lokalbahn N1. Nice. Okay. Das wäre das. Aber dann will ich eigentlich die Busse hier weg haben. Ah, mal verchecken. Und 3, 4, 5. Das heißt, das ist eine Gesamtkapazität von 175. Mal schauen, wie das läuft. Aber gar kein Tram, die da reinfahrt, ne? Fährst du vielleicht rein? Ulanstraße. Bist du Ulanstraße? Ne, du bist Obergreifenstein. Das heißt, du fährst noch links. Sollen wir da mal schauen, ob die ganze Zeit Fullspeed fahren können? Weil wenn nicht, werden wir die Straße anpassen. Okay, was kriegen wir? Bus, Douglas, 10, 49 und LKWs. Okay. So, dann schauen wir mal. Ein bisschen auf Schnellvorlauf. Erst nur 50. Und jetzt 60? Doch, du kannst 60. Da wird es noch langsamer. Gut, das müssen wir neu machen. Können wir gerade schon mal hier, wenn wir es gerade begradigen, machen wir gerade Pause. Können wir eigentlich gerade neu machen. Wir nehmen die mittlere Landstraße 2-Line. Sieht ja aus. Ah, was macht der? Ich hab doch nur den Typ geändert. Entweder so. Was ist denn da los? Entweder so oder so. So, also ein bisschen breiter. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen breiter hier. Okay, da oben müssen wir rauf. Machen wir erstmal so. Dann hier so eine leichte Kurve. Kannst du hier nicht gerade rein? Kannst du nicht. Gut. Die Kurven will ich auch weg haben. Heißt, wir fahren jetzt hier mal so. So. Hier noch in die Kreuzung, aber hier ohne. Die Kurve machen wir auch weg. Und das hier bitte einmal upgraden. Okay, sieht besser aus. Ah, das kann man eigentlich hier gleich alles neu machen. So. Ziehen wir jetzt mal von da oben. Ach, da rüber müssen wir. So, haben wir hier eine schöne Kurve drin. Dingschmö machen wir hier ebenfalls schön.
Nach da drüben. So. Wunderbar. Und hier den Zugang, den werden wir so machen. Machen wir den hier so. Aber ohne Tramgleis. Das hätte ich auch hier gern ohne. So. Okay. Dann hier noch die Strecke. Wenn wir die ganzen Kurven hier mal rausnehmen. Okay, alles neu. Also ein paar Kurven können ja ruhig drin bleiben. Jede Straße ist so gerade. Ah, hat ein paar Steigen drin. Ah, so, jetzt haben wir die Oberleitung vergessen. Da, da, da. So, einmal da, da, da. Das passt. Dann hier die Kreuzung. Tote Straßen mag ich nicht. Gut. Und das Ganze bitte nochmal glätten. Und kein Geld. Müssen wir wieder laufen lassen. Was machen jetzt die zwei? Ihr fahrt jetzt wieder. Ja, ihr fahrt jetzt wieder richtig. Sehr gut. Gefällt mir. So, da. Mit wie viel fahrt ihr da jetzt eigentlich schon? 27 und da gar kein. Die anderen Autos, das war Underclick. Wie schnell können die fahren? Steht da gar nicht. Einmal im Konvoi. Warum sind die eigentlich so leise? Mal ganz kurz in die Effekte gucken und mal ein bisschen lauter kriegen. Soundeffekte Master. Mal vielleicht mal drauf den. Ah, jetzt hört man sie auch. Dann aber echt schön eingerichtet aus, muss ich sagen. Vor allem mit der Goldverzierung. Gut. So, wieder Geld ausgeben fürs Schönmachen. Ich weiß, da bin ich furchtbar. Aber ich will, dass das Zeug hier schön aussieht. Da könnte man eigentlich noch ein bisschen stylisch was machen. Oh, das gefällt mir aber nicht hier. Also das lasse ich mir noch reingehen da vorne. Aber das müssen wir hier anders machen. Jetzt sieht scheiße aus. Eventuell ziehen wir die Straße hier so und dann da so runter. Irgendwie so. Mal schauen. Das ist die Straße hier, oder? Mal ganz kurz gerade. Würde ich überhaupt hier so gerade kurz ziehen? So. Oh komm, lass mich über die Kurve. Komm, 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 bitte. Oh, come on. Gehen wir nochmal neu. Ungefähr bis. So. Dann. Ah, komm jetzt. Mich das einfach nicht machen lässt. Weißt du, das ist eigentlich total unnötig. Sieht ja so wieder scheiße aus. Wie kriege ich da eine schöne Kurve rüber? Dass ich mir da so halbwegs eingehen. Okay, und dann hier wieder runter.
Sieht das halbwegs gut aus. Da müssen wir da irgendwas rein platzieren. Okay, machen wir das mal hier wieder glätten. Okay, gut. Hier nochmal ein bisschen glätten. Wieder kein Geld. Da müssen wir nochmal drüber fahren hier. Aber ansonsten bin ich da jetzt erstmal zufrieden. So. 83 Leute jetzt. Wo sind denn die Trams? Hier. Geht's euch da so? Ich will mal sehen, wie das jetzt aussieht, wenn die da hier reinfahrt. Oh, wieso bleibt denn die da hinten stehen? Mal da vielleicht mal aufs Äußerste hier rausfahren, wenn wir hier sagen, Plattform 2. Schauen wir mal, wie das gleich aussieht. Ja, jetzt dreht der auch nochmal um. Naja, ein bisschen besser. Die Häuser kommen dann später ja auch nochmal weg. Das würde ich hier richtig schön dekorieren. Aber für den Moment tut es erstmal. Waren ja alle voll hier. 35. Wir könnten eigentlich hier reinschauen. Ja, ist eigentlich ganz gut ausgelastet. So, und hier unten braucht man auf alle Fälle mehr Trams. Eine reicht hier nicht. Einmal. Zweimal. Auch die reicht nicht, aber Hauptsache, wir haben da mal ein bisschen was. Neuse. So. Gehen wir mal fast vorwärts. Ja, sehr gut. Ja, jetzt müssen wir warten, bis wir das Geld haben. Mal schauen, ob wir spätestens in Episode 3 oder 4, dass wir da mal unsere erste Zuglinie haben. Aber da könnten wir uns jetzt schon mal überlegen, wo wir das laufen lassen mit dem Zug. Am besten wären ja zwei Städte, die mit der Straße nicht verbunden sind. Man könnte zum Beispiel in Gauern hier einen großen Hauptbahnhof machen. Schaut denn das mit dem Gelände hier aus? Oh scheiße, da geht es ziemlich weit nach oben. Ne, das ist doof da. Vielleicht irgendwo hier und dann hier so rausfahren. Eigentlich wollte ich ja hier mit Greifenstein anfangen. Mit einer Zuglinie, dass wir da vielleicht irgendwie da so einen Hauptbahnhof machen und einerseits Richtung Züssow runter, dann über den See und eine geradeaus nach Ferneswalde. Mein Bahnhof irgendwie so entlang macht und dann geht die Linie hier da so weiter. Nach Schildau und dann hier so nach Liebendorf. Irgendwie so hatte ich mir das im Kopf vorgestellt. So, wie sieht das aus, wenn ihr da stehen bleibt? Naja. Gut, wir brauchen mehr Trams. Jetzt haben wir wieder 2 Millionen. Jetzt bauen wir da hinten nochmal aus mit den Trams. 1, 2, 3. Dann haben wir hier 6. Machen wir 8. So, wie viele Leute haben wir da jetzt? 17. Nur 2. Ich glaube, da brauchen wir erstmal kein Tram mehr. Wie schaut es da unten aus? Ah, da ist schon ein hoher Bedarf. Wie viel haben wir das denn schon abdeckt? Ah, da geht noch was. Gut. Geben wir dir da noch ein paar Trams. 19. So. Die erste Zuglinie. Ich würde fast nach Fermerswalde machen. Also zwischen Greifenstein und Fermerswalde. Hier so. Zuerst ein bisschen der Straße entlang und dann da mit dem Bogen. Weil beide kriegen Waren. Das heißt, die wachsen. Und dann entsprechend haben wir dann Passagiere da drauf. Hier ist relativ gerade. Dann gehen wir hier am Berg vorbei.
zischen dann hier so rüber. Wir könnten eigentlich, was kriegen wir jetzt, ÖBB 4042 und 5042, also einmal elektrisch Diesel und ein Beiwagen und Bötchen. Okay, wir könnten mit dem Bahnhof schon mal anfangen. Oh, Ladeleck. Was nehmen wir denn da für einen Bahnhof? Kopfbahnhof. Passenger. Ich würde sagen, ich gehe mit UK-Style. Und dann machen wir gleich Mega-Building. Wir machen da gleich mal 4 Gleise. Mit 240 Metern. Oder weißt du was? Ne, wir machen 5 Gleise. Und den platzieren wir. Wie platzieren wir den? Macht Sinn, wenn wir den irgendwie so platzieren. Den da irgendwie so hin. Da geht's nach unten. Da müssen wir auf alle Fälle dann radigen. Okay, straßentechnisch. Da will ich auf alle Fälle eine breite Straße haben. Setz ihr. Nein, das ist Landstraße. Kraftfahrstraße. Hier drin bleiben. Ich hätte hier nämlich gern die breite Straße. Die jetzt hier gerade fährt. Macht das Sinn? Wirklich, ne? So. Und dann hier runter. Und dann kann ich hier das Stadtgebiet hier in die Richtung ausbauen. Irgendwie so. Dann großes Terminal. Maximale Größe. Jetzt erstmal so platzieren. Okay, dann hätte ich hier noch gerne einen Abschluss. Zwar ohne. Einmal gerade bitte. Okay, das tun wir jetzt hier mal kurz upgraden. Einmal auf automatisch bitte. Danke. Hätte hier noch gern so eine Querverbindung. Ungefähr so. Ja, okay. Machen wir das mal hier kurz glätten einmal. Und wieder kein Geld. Okay. Tja, 11:45. Echte Uhrzeit hier. Okay. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt haben wir hier 5 Gleise. Mit 2 könnte man theoretisch auch eine Linie machen, die dann hier so rüberfahrt nach Bunsel. Dann hier hinten rauf. Wir könnten es echt so machen, nach Bunsel da hier so oben rauf und dann da so. Wie zu 2 Strecken. Dann machen die ersten 2 gehen hier so runter, splitten sich da, da 2. Dann 2 darauf, 2 darauf. Machen wir wie so eine Nebenlinie. Kann man wie so einen Kreis machen. Okay, das heißt, mit den äußeren 2 gehen wir mal da nach rechts. Ja. Gut.
So, liebe Leute, ja, weiter geht's. Und zwar werden wir jetzt hier mal kurz die Straße davon entfernen. Einmal komplett. Und werden Gleise ziehen. Holz. 160er. Parallel Tracks machen wir kurz an mit Oberleitung. Ziehen wir. Wow. Das ist aber. Wenn man das jetzt mal hier so raus macht. Das ist aber ein ganz schöner Damm hier dann. Gucken wir mal. Parallel Tracks mal wieder raus. Hier mache ich dann gleich wie sonst. Wartegleis. Da, das mache ich jetzt gleich schon mal. Eine Spitzkehre. Falsche Richtung. Ah, habe ich jetzt gerade zu nah ranzogen. Nehmen wir es mal hier. Falsch. Da. Spitzkehre. Machen wir es halt nur bis dahin erstmal. Ich ziehe mal da ebenfalls rein. Okay. Dann hier mit ein bisschen Abstand hätte ich gerne Kreuzung. So. Du fährst von da hier rein. Du joinst da. Und hier ebenfalls nochmal. Okay, das gefällt mir erstmal. Das da oben lasse ich jetzt. Soll ich das mal auslassen? Ne, wir fahren da, glaube ich, auch parallel weiter. Hier machen wir ebenfalls eine Spitzkehre. Das wird das garantiert nicht gleich sein. Ne. Oder machen wir hier einfach eine Fake-Spitzkehre. Bis hierhin. Okay. Ziehen da raus, ziehen da raus. Hier genau das gleiche. Gut, das gefällt mir. Ziehen bis dahin. Okay, und die Trennung machen wir, sollen wir dann hier runterfahren? Hier so, ja. Will aber auf alle Fälle noch eine Connection haben. Wie machen wir das am blödesten? Ah, dass wir dann hier so rein. Na, das. Wir machen das erstmal ohne Verbindung. Aber die könnten. Ihr zieht es dann ab hier, würde ich sagen, in die Richtung weg. Es wäre schon ganz geil, wenn ich da von da nach da hinkomme. Machen wir das mal kurz weg. So, euch zwei. Ihr fahrt. Ich versuche. Parallel Tracks bitte ja. Und hier von links auf. Warum lasst mich das jetzt hier nicht machen? Ungefähr so. Geht das Ganze jetzt auch noch parallel? Dann haben wir hier noch einen Switch hier drin. Das mit den Oberleitungen. Hier mal kurz schön machen. Ah, ein absoluter Oberleitungswahnsinn. Ich will auf alle Fälle dann noch auf Third Rail gehen. So, aber das Problem haben wir, wenn er jetzt der da rausfahrt. Was ist immer noch?
irgendwie von da nach da kommen. Das ist aber hier so nicht möglich. Außer ich mache das dann hier weiter vorn. Irgendwie so. Oder wir kürzen das alles hier ein bisschen ein. Ah, das will ich eigentlich nicht. So. Du wirst hier reingehen. Könnte dich aber zusätzlich nochmal hier reinfahren lassen. Und wenn der dann hier reinfahrt, dann machen wir hier nochmal so ein hier. Okay, das soll es erstmal für die Folge gewesen sein. Ich werde das hier noch weiter ausbauen. Und dann schauen wir mal, ob wir die erste Zuglinie hinkriegen in der nächsten Episode. Jo, hab mich gefreut. Lasst eure Kommentare da. Und, ist ganz schön, geht schon ganz schön nach unten, sehe ich gerade. Hier nach oben, dann hier halbwegs gerade. Spannend. Wir müssen dann auch hier die Straße wieder verbinden. Irgendwie hier so drüber, Brücke oder so. Mal gucken, wie das Ganze wird. Also liebe Leute, dann bis zum nächsten Mal in der nächsten Episode. Hab mich gefreut. Tschüss.